Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Forum zum Thema Krebs, Herzerkrankung und Hirnschlag, Neues aus der Bildgebung. Ich werde Ihnen einen Teil zum Brustkrebs zusammen mit Andreas Boss, meinem Kollegen ebenfalls von der diagnostischen Radiologie, bringen. Anschließend wird Herr Professor Stippich ein Thema zur Neuradiologie abhandeln und danach wird noch Herr Privatdozent Dr. Ronny Büchel noch zu der kardialen Bildgebung Ihnen die neuesten Errungenschaften und Techniken bringen. Ich starte nun mit der Brustbildgebung. Hier kurz die Agenda, die ich mache. Anschließend wird Herr Boss übernehmen. Wenn wir über Brustuntersuchungen sprechen, so haben wir verschiedene Indikationen, weshalb wir dies durchführen. Es ist einerseits Vorsorge. Screening, haben Sie vielleicht schon gehört, ist in Zürich etwas kontrovers diskutiert. Andere Kantone wie Thurgau oder die Westschweiz haben das schon lange eingeführt. Es gibt aber auch die familiäre Belastung, ein Tastbefund, Schmerzen oder Veränderungen in der Brust, die dazu führen, dass die Frau zum Gynäkologen oder zu uns kommt zur Abklärung der Befunde. Der Brusttumor an sich ist eigentlich der häufigste Tumor bei der Frau, der zweithäufigste Tumor, der zum Tode führt und durchschnittliches Risiko insgesamt ist etwa eine von 8 Frauen. Das Risiko steigt mit dem Alter, das heißt über 60 nimmt dieses zu, unter 40 ist dieses eher gering. Hier sehen Sie kurz eine Linie, welche die Häufung und die Mortalität bezüglich Brustkrebs darstellt. Sie sehen, wie das ein Peak hat hier um diese 50, 60 Jahren und die Mortalität erst später hinzukommt. Nun, wenn wir über die Bildgebung sprechen, müssen wir auch etwas über die Risikofaktoren sprechen, insbesondere wenn wir unseren Teil bringen. Es gibt genetische Prädispositionen, Sie haben das sicher schon gehört, das Angelina Jolie-Phänomen, diese Mutationen, die gehäuft dann zu Brustkrebs führen oder andere Tumore, die auch vergesellschaftet sind. Ein Fakt, der noch sehr wichtig ist, sind dichtes Brustdrüsengewebe. Das hat einerseits den Punkt, dass wir etwas weniger Gutes sehen, andererseits ein erhöhtes Risiko für die Frau, einen Brustkrebs zu entwickeln. Alter habe ich erwähnt, aber über 80% der Frauen haben eigentlich keine erkennbare Belastung zum Zeitpunkt der Entdeckung eines Tumors. Hier zeige ich Ihnen kurz schematisch, wie die Brust aufgebaut ist. Sehr einfach, hier sehen Sie die Anatomie, so wie wir es in Bildgebung sehen. Sie sehen außen die Haut, dann so streifig das Bindegewebe, welches der Brust die Form gibt, das Fettgewebe und dann hier so rot dargestellt die Milchgänge und das Drüsengewebe. Das ist der Aufbau der Brust, so wie wir ihn auch in der Mammographie zum Beispiel erkennen können. Wenn wir nun davon ausgehen, dass es hier einen Tumor hätte, so ist dieser hier relativ gut erkennbar. Wenn nun aber das Brustdrüsengewebe dichter ist, wie hier dargestellt, wird das Erkennen einer Läsion sehr, sehr schwierig. Daher haben wir andere Methoden, um uns hier zu helfen. Sie sehen hier eine normale Mammographie, wie wir sie durchführen. 2 Aufnahmen. Einmal wird die Brust in CC komprimiert, das heißt, sie wird so eingeklemmt, das andere Mal seitlich in dieser Form. Das gibt uns diese 2 Aufnahmen jeweils für die linke und rechte Seite. Nun, wie vorher gezeigt, sinkt die Aussagekraft mit der dichten Brust. Das sehen Sie hier am Beispiel dieser 4 Dichten und das wird auch erwähnt in jedem Bericht. Ab einer Dichte 3 ist es maßgebend, dass wir zusätzliche weitere Untersuchungen machen, wie zum Beispiel einen Ultraschall. Was bedeutet die Aussage, Sie haben eine dichte Brust? Oder wie Sie hier aus dem Angelsächsischen lesen, are you dense? Dies war dort eine sehr wichtige Sache, weil es dazu führte, dass es in gewissen Staaten Gesetze gibt, wo der Arzt die Frau darauf hinweisen muss, dass bei einer dichten Brust weitere Abklärungen mit anderen Bildgebungsmodalitäten notwendig sind. Hier bei uns gibt es auch Richtlinien, die sagen, dass wenn wir eine dichte Brust haben, wir zum Beispiel den Ultraschall hinzufügen. Wie Sie sehen, hier ist eine Tabelle aus einer Studie, sinkt bei dichten Brust die Erkennbarkeit durch die Mammographie deutlich ab. Wir haben hier eine praktisch nun mit Fett bestehende Brust sind wir sehr gut, mit fast 100% Erkennungsrate.
Hingegen, wenn wir eine sehr dichte Brust haben, sind wir bei etwa 50%. Das heißt, wir sind relativ schlecht. Aber die Studien zeigen, dass das eigene Risiko um das Vierfache steigt in sehr dichten Brüste. Also wir haben einen gegenseitigen Lauf in diesem Abschnitt. Wie gesagt, bis zu 30% Tumore werden in einer dichten Brust nicht erkannt durch die Mammographie. Nun, was haben wir für Alternativen? Die bei uns häufig angewendet ist der Ultraschall. Er ist sicher, hat keine Strahlung, kann überall durchgeführt werden und ist eigentlich gut tolerierbar. Er ist ein sehr wertvoller Zusatz zur Mammographie, den wir eigentlich täglich benutzen. Was er aber auch zeigt, ist, er ist sehr untersucherabhängig. Wenn ich oder Herr Boss einen Ultraschall durchführen, kann es sein, dass ich andere Areale besser anschaue oder weniger intensiv anschaue. Und dadurch ist es eine individuelle Beurteilung, die hier stattfindet. Was hier eigentlich trotzdem das Ziel sein sollte, ist, dass wir eine reproduzierbare Untersuchung haben. Das heißt, wir führen die in spezieller Lage, Rückenlage. Der Arm wird über den Kopf genommen, damit wir möglichst die Brust in der gesamten Form sehen und untersuchen sowohl auch die Axilla in diesen Abschnitten. Hier sehen Sie solche Befunde, wie wir sie im Ultraschall sehen. Ein gutartiger Befund, ein sogenanntes Fibroadenom. Hier zwei bösartige Befunde. Sie sehen die Irregularität der Ränder. Sie sehen, wie gewisse Strukturen durchbrochen werden, wie zum Beispiel hier. Und dass es hier zum Beispiel zu einer Schallauslöschung kommt, währenddem es hier zu einer Schallverstärkung kommt. Diverse Merkmale in diesen Bildern geben uns Hinweise, geht es eher Richtung gutartig oder bösartig. Nun ist es so, dass eben, wie gesagt, wenn ich den Ultraschall durchführe oder Herr Boss, haben wir je nachdem eine andere Ansicht des Herdes und vielleicht messen wir ihn unterschiedlich. Dies führt bei Frauen natürlicherweise zu Angst, wenn ich sage, die Läsion ist 3,5 cm groß und er misst sie und sagt, sie ist 4 cm groß. Das führt zu gewissen Irritationen. Die Frau weiß nicht, was stimmt, ist sie jetzt gewachsen oder doch nicht gewachsen? Wieso war es letztes Mal so und dieses Mal so? Eine Alternative, die wir hier am Universitätsspital Zürich anwenden, ist ein sogenannten 3D-Ultraschall. Dieser Ultraschall, Sie sehen hier das Beispiel, wird auf die Brust aufgesetzt und scannt die Brust, während mit hier sehen Sie den Schall, dieser fährt über die Brust und scannt die ab. Der Vorteil ist, dass wir eine optimale Bildgebung haben, einen kompletten 3D-Volumendatensatz, den ich beurteilen kann, aber den gleichen Datensatz kann jemand anders objektiv beurteilen. Es ist wie ein Röntgenbild, das Sie einmal gemacht haben. Ich kann es anschauen, jemand anders kann es anschauen, untersuchungsunabhängig. Damit haben wir eine erhöhte Sicherheit. Wir verwenden diese Art des Ultraschalls vor allem bei Frauen eben mit dichter Brust, wo wir eben auch ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs haben, oder bei Frauen, die bereits bekannte Läsionen haben. Damit eben nicht dies passiert, wie gesagt, dass es unterschiedliche Messungen geben. Wir sind ein Lehrkrankenhaus, das heißt, wir haben sehr viele auch Assistenzärzte bei uns und die müssen natürlich ausgebildet werden. Und es kann sein, dass eine Frau, die im Januar kommt, einen anderen Assistenzarzt sieht, als im Jahr darauf, wenn sie wieder zur Kontrolle kommt. Wenn nun die zwei Assistenzärzte etwas unterschiedlich von der Performance sind, messen die vielleicht unterschiedlich, sehen die andere Sachen und dadurch gibt es diese Unklarheiten. Daher verwenden wir dieses. Es ist auch eine Alternative zur MR, wenn diese nicht möglich ist, aufgrund von Platzangst oder so, bei unklaren Befunden. Und bei Frauen mit Prothesen, Implantaten, hilft es auch zur Sicherung der Läsionen, da wir dort auch die Brustimplantate selbst beurteilen können bezüglich der Dichtigkeit oder Fibroseherden. Sie sehen hier, wie das aussieht. Im Grunde genommen ist es ein 3D-Datensatz. Sie sehen hier eine Läsion in verschiedenen Ebenen dargestellt, die wir so sehr gut validieren können. Hier eine Mammographie einer 63-jährigen Frau. Und wenn Sie jetzt schauen, sehen Sie hier eine Verdichtung in dieser Ebene auf der einen Seite. Hier das Bild dazu. Das ist der Schall, wie er durchläuft. Natürlich sehr schnell jetzt eher. Und Sie sehen, wie wir durchscannen können und eigentlich sehr gut die Milchgänge hier beurteilen können, das Fettgewebe und das Drüsenparenchym, das Sie hier so weißlich sehen, das Drüsengewebe.
Man sieht dann auch eigentlich sehr schön hier in der anderen Ebene, das ist jetzt etwas schneller gegangen. Sie sehen hier, wenn wir von vorne kommen, hier die Haut, hier sehen Sie das Drüsengewebe, dazwischen die Fettläppchen. Es ist genau diese Anatomie, die ich Ihnen gezeigt habe zu Beginn. Sehen Sie sehr gut, und darin, wenn wir weitergehen, sieht man dann auch eine kleine Läsion, die entspricht dieser in der Mammographie, und wir können die hier beurteilen, ob die jetzt gutartig oder bösartig ist, oder weitere Abklärung braucht mittels einer Biopsie. Hier sieht man es, es ist ein kleiner Tumor, knapp, Sie sehen hier den Maßstab, knapp 1 Zentimeter messend. Hier der Vergleich zum Handultraschall, wie vorher gezeigt. Kurz zusammenfassend zu meinem Teil, Brusttumor ist häufig, Sie werden das nachher noch hören im Vortrag von Herrn Boss. Die Mammographie ist die Methode der Wahl, aber hat eben genau diese Risiken, diese Limitation, die wir haben. Und wir denken, mit unserer Anwendung des 3D-Ultraschalls können wir die Sicherheit erhöhen, vor allem in Verlaufsuntersuchungen, und der Frau auch mehr Sicherheit geben bei dem Befund, bei der Beurteilung, beruhigend wirken mit dieser Methode. Damit übergebe ich jetzt an Herrn Boss zum zweiten Teil des Vortrags über die Beurteilung von Brusttumoren. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einleitung. Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen nun das Mama-CT vorstellen, ein sehr spannendes Thema. Es ist eine ganz neue Modalität, die es jetzt gibt. Wir haben hier am Unispital den Vorteil, dass wir tatsächlich das erste Gerät weltweit von dieser neuen Gerätetechnologie installiert haben. Es wurde im April 2018 aufgebaut und wir haben eine Freigabe für den Patientenbetrieb erhalten im August 2018. Was Sie hier sehen, ist der Kern des ganzen Systems, ist dieser kleine schwarze Fleck, den Sie da sehen. Das ist ein hocheffizienter Röntgendetektor, ein sogenannter Single-Photon-Counting-Detektor, der mit einer sehr viel höheren Effizienz Röntgenlicht oder Röntgenquanten nachweisen kann, als das in konventionellen Mammographiesystemen der Fall ist. Und der große Vorteil von diesem System ist, dass man damit 3D-Bilder aufnehmen kann, ohne Kompression der Brust und in 3D. Das ist ein großer Vorteil, dass man eben diese Kompression nicht mehr braucht. Gut, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Wofür kann man das System einsetzen? Zum Beispiel für das Brustkrebs-Screening. Und das Brustkrebs-Screening hat mehrere Aspekte, wo man es einsetzen kann oder die das Ziel des Brustkrebs-Screenings sind. Zum einen natürlich die Senkung der Mortalität. Man möchte, dass weniger Patientinnen am Brustkrebs versterben. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, den man in der Diskussion nicht vergessen darf, ist, dass man den Brustkrebs in einem möglichst frühen Stadium entdecken will, bevor er noch überhaupt tastbar ist. Denn je früher man ihn entdeckt, umso besser kann man ihn behandeln. Umso häufiger ist eine brusterhaltende Therapie möglich und umso schonender kann die Behandlung erfolgen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt für die Lebensqualität, die sich bei der Diagnose dann ergibt. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn eine Patientin tatsächlich dann Brustkrebsvorsorge betreibt und zur Mammographie kommt und diese ist unauffällig, so kann sie zunächst einmal beruhigt sein. Das heißt, dass sie mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit momentan eben nicht an Brustkrebs erkrankt ist. Man weiß aber auch, dass die konventionelle Mammographie, also diese 2D-Mammographie, jetzt kommen wir nochmal auf das konventionelle System, dass das unter vielen Schwächen leidet, trotz all der positiven Aspekte. Und das hat eben gerade diese Kontroverse ausgelöst, dass man immer wieder darüber diskutiert. Einer der negativen Aspekte der konventionellen Mammographie ist eben die geringe Sensitivität für den Nachweis in dichtem Brustgewebe, weil der Brustkrebs überlagert sein kann mit Drüsengewebe. Es gibt auch zu viele falsch positive Befunde, wo eben Überlagerungseffekte uns etwas vorspielen, was gar nicht da ist. Aber ganz wichtig auch, das wissen Frauen, die schon bei der Mammographie waren, die Kompression wird von
sehr vielen Frauen als sehr unangenehm und schmerzhaft empfunden. Diese Kompression ist notwendig, um mit der konventionellen Mammographie die Strahlendosis in einen akzeptablen Bereich zu bekommen. Und es werden 100 bis 150 Newton Druck ausgeübt auf die Brust. Das entspricht der Gewichtskraft von 10 bis 15 Kilogramm. Das ist also sehr unangenehm für die Frauen. Und viele Frauen sagen, das mache ich dann auch nicht mehr. Na, und die verliert man dann für die Brustkrebsvorsorge. Und da haben wir mit dem neuen System eben einen großen Vorteil. Was kein Problem ist, wo sich Frauen aber natürlich auch Gedanken machen, ist die Strahlendosis. Wenn Sie zur konventionellen Mammographie gehen oder zu unserem Mama-CT, die Dosis ist so niedrig, dass Sie sich da keine Gedanken machen müssen. Und das Mama-CT liegt eben ungefähr im gleichen Bereich wie die konventionelle Mammographie. Gut, unsere erste Patientin haben wir am 15.08.2018 untersucht. Zwischenzeitlich haben tatsächlich mehr als 400 Patientinnen diese Möglichkeit in Anspruch genommen, zu uns zu kommen. Es sind eben vorwiegend Patientinnen, die dann sagen, ich möchte diese Kompression nicht haben. Und wie sieht das dann aus? Im Prinzip ist hier so eine Öffnung und in diese Öffnung wird die Brust eingebracht und eine Kompression ist dadurch eben nicht mehr notwendig. Wie ist der Ablauf? Um das nochmal zu erklären, klar, das Gerät muss wie jedes CT-Gerät am Anfang kalibriert werden. Wir reden dann mit der Patientin, was auf sie zukommt, wie der Untersuchungsablauf sein wird. Schmuck muss abgelegt werden und um das Ganze diskret durchzuführen, führen wir noch ein Umkleiden durch zum Spitalhemd, sodass das Ganze mit guter Privatatmosphäre durchgeführt werden kann. Die Patientin muss dann, vielleicht ein gewisser Nachteil vom System, noch drei Stufen nach oben gehen und kann sich dann auf die Liege absetzen erstes Mal. Man muss sagen, das sieht zunächst anstrengend aus, aber wir hatten bei den 400 Patientinnen jetzt eigentlich keine dabei, die nicht auch unter Hilfe zumindest diese drei Stufen nach oben gehen konnte. Dann legt die Patientin hin und eine Brust wird in die Öffnung eingebracht, das Ganze in Superwoman-Position. Die Idee dahinter ist, dass man die Brust, die abgebildet wird, dass man die möglichst tief in diese Öffnung reinbringt, damit man so viel wie möglich von der Brust abbilden kann. Und genau, das ist also die Position für die linke Seite jetzt zum Beispiel. Und dann versucht man natürlich schon, die Lagerung noch angenehm zu machen, legt dann ein kleines Kissen noch unter die Füße. Und was man noch machen kann, um der Patientin es einfacher zu machen, die Position zu halten, man legt so ein kleines Sandsäckchen noch auf die Schulter, damit eben die Brustwand näher an die Öffnung rangeführt wird. Die ganze Untersuchung geht dann relativ schnell. Also ungefähr so schnell wie bei der Mammographie, 20 Sekunden pro Seite. Man soll sich natürlich in diesen 20 Sekunden nicht bewegen, und aber atmen, also Atemstopp ist praktisch nicht notwendig, man muss es nicht unter Atemanhalten durchführen. Dann, wenn die eine Seite aufgenommen ist, wechselt man zur anderen Seite und nach ungefähr einer Minute ist die Untersuchung dann abgeschlossen. Dann langsames Aufstehen aus der liegenden Position eben. Ein Nachteil des Systems ist noch, dass es ungefähr 3000 Bilder produziert. Das heißt, pro Seite 1500 Bilder, das ist eine enorme Menge. Das ist eigentlich so viele Bilder, wie ein Ganzkörper-Computertomograph über den gesamten Körper produziert. Das wird jetzt nur über der Brust aufgenommen, eben aufgrund der hohen Auflösung. Und das geht dann ungefähr 20 Minuten, bis das rekonstruiert ist. Es ist etwas unangenehm, dass man also kurz warten muss. Wenn man weiß, dass man noch einen Ultraschall dazu durchführen muss, kann man den gleich anschließen. Sonst sagen wir oft der Patientin, sie muss halt kurz was lesen in der Zeitschrift oder kurz einen Kaffee trinken gehen. So sieht das Ganze dann aus, also in drei unterschiedlichen Raumrichtungen, von oben, von der Seite und von vorne gesehen. Das Dunkle ist das Fettgewebe, das Helle ist das Drüsengewebe. Und Sie sehen hier so eine kleine Läsion, wie die sich darstellt. Und im anschließenden Ultraschall hat man dann gesehen, dass es eine harmlose Zyste ist. 85% der Patientinnen, die wir am Anfang befragt haben, haben gesagt, das ist völlig schmerzfrei. Und einige wenige, ungefähr 15%, sagen, dass diese Kante hier vorne, dass das bei sehr schlanken Patientinnen so ein bisschen drückt, wenn man dorthin liegt. Aber alle sagen, viel angenehmer
als die Mammographie. Das ist jetzt so ein Beispiel aus dem Screening. Sie sehen da, Patientin ist etwas jünger gewesen, konnte deswegen sehr nahe an das Gerät heran. Wir haben die Rippen abgebildet, in jedem Fall den Brustmuskel. Das ist ein Qualitätskriterium dafür, dass man es gut durchgeführt hat. Und was Sie jetzt sehen, ist hier ein Bereich, in dem Mikroverkalkungen sind. Ich hoffe, Sie können es erkennen auf dem Projektor. Hier haben wir noch eine Projektion rausgearbeitet. Da sehen Sie diesen suspekten Mikrokalk. Und das hat man dann tatsächlich biopsiert und es war aber eine gutartige Läsion, sklerosierende Adenose. Was Sie aber in jedem Fall sehen können, ist, dass man tatsächlich Mikrokalk mit diesem System darstellen kann. Das ist eine zwingende Bedingung, damit man es sinnvoll einsetzen kann für die Brustkrebsdiagnostik. Was Sie auch sehen können, ist, dass selbst im dichten Brustgewebe sind so kleine Septen, kleine Bereiche, die schwarz sind, das ist Fettgewebe. Und aufgrund der hohen Auflösung und der fehlenden Überlagerung kann man hier besser das Brustdrüsengewebe beurteilen als in der konventionellen Mammographie. Das heißt, ohne dass wir es bisher beweisen können, weil wir dafür nicht genug Patientinnen haben, würden wir davon ausgehen, dass dieses System besser ist als die Mammographie. Genau, die Diagnose ist sklerosierende Adenose, eine benigne Veränderung. Dann haben wir hier eine Patientin, sehen Sie, da war Mikrokalk. Hier, weiß nicht, ob Sie es erkennen können, ist immer wieder Mikrokalk. Dieser ganze Bereich, den Sie hier sehen, ist nicht so aufgelockert wie das Drüsengewebe, das Sie vorhin gesehen haben. Das ist jetzt tatsächlich alles ein Brustkrebs gewesen. So würde ein Brustkrebs im Mama-CT aussehen. Ein weiterer guter Einsatzbereich des Mama-CTs sind Brustimplantate. Das trifft man doch sehr häufig hier in Zürich. Und da ist immer wieder die Frage, sind diese Implantate noch intakt? Und hier sehen Sie die zwei Seiten bei der Patientin. Sehen auf der einen Seite sehen Sie ein sehr schön intaktes Implantat, hier mit der Plastikhülle drumherum und hier eben, wie diese Plastikhülle in sich zusammengefallen ist beim rupturierten Implantat. Außerdem ist es die einzige Möglichkeit, mit einem mammografischen System Brustmikrokalk nachzuweisen, wenn Implantate vorhanden sind. Dort führen wir in der Regel keine Mammographie durch, weil man durch die Kompression das Implantat beschädigen könnte. Und hier haben Sie jetzt praktisch eine Methode, mit der Sie wieder Mikrokalk nachweisen können. Gut, was kann man sagen? Unsere ersten Erfahrungen in den 400 Patientinnen, Parenchym und Mikroverkalkungen sind gut beurteilbar. Man bekommt echte 3D-Bilder, das heißt Überlagerungseffekte wie bei der konventionellen Mammographie gibt es nicht mehr. Wir würden also davon ausgehen, dass wir weniger falsch positive Befunde haben. Man kann auch benigne Läsionen gut erkennen. Die Abbildung des Brustmuskels, also des Pectoralis, ist ein Qualitätskriterium. Das bedeutet, dass man sehr nah an das Gerät herangekommen ist bei der Patientin. Wir gehen weiterhin davon aus, dass man bei dichtem Brustdrüsengewebe noch einen Ultraschall ergänzen sollte, um eben auf Nummer sicher zu gehen. Und ein Nachteil momentan ist noch die relativ lange Untersuchungsdauer. Gut, dann komme ich zum zweiten Thema, das ich noch anschneiden wollte, ist die künstliche Intelligenz. Also fast jeder redet gerade über künstliche Intelligenz. Ganz viel Medienpräsenz ist da. Man redet von einer neuen industriellen Revolution, die auf uns zukommt. Und ganz besonders in der Radiologie wird sich so einiges verändern. Man hat schon gesagt, dass man vielleicht den Radiologen gar nicht mehr so braucht. Aber da kann ich Sie, muss ich Sie enttäuschen oder beruhigen, je nachdem. Es wird uns noch ziemlich lange gebraucht. Wir werden noch ziemlich lange gebraucht werden. Aber es gibt intelligente Anwendungen für künstliche Intelligenz in der Radiologie. Und da will ich jetzt etwas drauf eingehen. Was meinen nun diese Medien, die über künstliche Intelligenz reden? Künstliche Intelligenz ist ein sehr breites Feld, das es gibt. Viele, viele unterschiedliche Algorithmen. Wenn in letzter Zeit aber über künstliche Intelligenz geredet wird, meint es in der Regel das Deep Learning. Das heißt,
die Anwendung von tiefen neuronalen Netzwerken. Das ist ein besonderer Algorithmus, ein besonderes Verfahren der künstlichen Intelligenz, das in den letzten Jahren wichtig geworden ist. Einfach, weil jetzt die notwendige Computerpower dafür vorhanden ist, weil die Prozessoren so schnell geworden sind. Und das neuronale Netzwerk hat einige Ähnlichkeit zum Aufbau des menschlichen Gehirns, deswegen ist es auch noch irgendwie spannend. Und es ist in besonderer Weise dafür geeignet, Bilddaten zu analysieren. Nun, wie kann man das jetzt sinnvoll in der Radiologie anwenden? Professor Frauenfelder hat Ihnen gerade erklärt, dass die Brustdichte ein ganz wichtiger Aspekt in der Brustbildgebung ist. Dass man also bei dichter Brust ACRC oder D noch einen Ultraschall ergänzen müsste und dass eben bei dichter Brust ein höheres Brustkrebsrisiko vorliegt. Und wie wird das klassifiziert? Es gibt einen Bildatlas, den ACR-BIRADS-Katalog, den hat der Radiologe im Kopf. Und da steht dann zum Beispiel drin, bei heterogenem Drüsengewebe ist das ein ACRC und dann soll man Ultraschall machen. Jetzt ist ja völlig klar, dass wenn man das so durchführt, dass das relativ unscharf und ungenau ist. Und man weiß, selbst wenn erfahrene Radiologen eine Woche später die gleiche Mammographie nochmal anschauen, dann klassifizieren sie 15-20% der Mammographien anders. Und das ist natürlich ungünstig. Dadurch können Patientinnen, die eigentlich einen Ultraschall brauchen, kriegen ihn vielleicht nicht. Und andere, die keinen brauchen, kriegen einen. Man findet einen Nebenbefund oder sowas, was man eigentlich nicht haben will. Jetzt könnte man sagen, man kann doch ein quantitatives System machen. Einfach messen, wie viel Drüsengewebe da ist. Das hat man früher gemacht. Das ist altmodisch. Man hat diese ACR-Klassifikation früher von 1 bis 4 gemacht. Und dann war 1 ist 0-25%, 2 ist 26-50% Drüsengewebe und so weiter bis 75-100% Drüsengewebe in der Brust ist ACR4. Und da hat man gesagt, das legt den Radiologen zu stark fest. Er hat keine Wahlfreiheit mehr. Wenn jetzt da vielleicht nur 40% Drüsengewebe ist, aber alles in einem Platz, dann braucht er ja doch einen Ultraschall. Und deswegen hat man diese Klassifikation revidiert und nur noch ein Atlas jetzt wird verwendet, den der Radiologe im Kopf hat und das führt zu dieser Unschärfe. Jetzt, wie kann man das Problem lösen? Man kann das Problem lösen, indem man ein neuronales Netz trainiert. Das haben wir hier gemacht, 20.000 Mammographien genommen mit den Beurteilungen der Radiologen und haben das neuronale Netz damit trainiert. Und das neuronale Netz findet ein Muster in diesen Daten. Und es macht praktisch, es erkennt das Muster, was würden 20 Radiologen machen, wenn sie sich zusammenstecken und versuchen, diese Mammographie zu klassifizieren. Sie bekommen praktisch die Entscheidung von einem ganzen Team von Radiologen nun, von diesem neuronalen Netzwerk. Und das funktioniert ganz exzellent, muss man sagen. Es ist eine sehr robuste Technik. Wir haben das nun auch implementiert, dazu ein Hardware-System entwickelt, das man neben das Bedienpult der Mammographie hinstellt. Und dieses kleine Hardware-System sagt der MTA, welche Brustdichte vorliegt, also A, B, C oder D. Und dann weiß die MTA, wenn ein Brustdichte Typ C vorliegt, dann muss sie noch einen Abus ergänzen. Und früher war das so, dass die MTA das eben nicht gewusst hat. Dann musste sie anfangen zu telefonieren, den Radiologen suchen, der musste aufs Bild gucken. Und mit einer Verzögerung von 10, 15 Minuten hat man dann gewusst, ob man noch einen Ultraschall braucht oder nicht. Und jetzt ist der Workflow besser. Das heißt, die MTA kann sofort weiterarbeiten und standardisiert. Es kommt immer dasselbe heraus. Wenn das neuronale Netzwerk eine Woche später die gleiche Mammographie anschaut, kommt es zur gleichen Entscheidung. Das ist also eine Verbesserung in der Qualität, eine Standardisierung. Und so kann man sich einen sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Radiologie und vielleicht auch in anderen Bereichen der Gesellschaft vorstellen. Gut, damit kann man zusammenfassen, was kann die künstliche Intelligenz leisten? Sie kann vor allem eine Standardisierung und Qualitätskontrolle herbeiführen. Es gibt die künstliche Intelligenz, sucht sich die eigene Entscheidungskriterien. Das heißt, wir können nicht direkt nachvollziehen, was sich das neuronale Netz dabei denkt, wenn es eine Entscheidung fällt. Aber es ist klar, dieses
neuronale Netzwerk muss das nachbauen, was wir als Menschen täglich machen, sonst würden wir es nicht akzeptieren. Das heißt, es muss eigentlich die Entscheidungswege von uns nachbauen. Gut, hier ist noch kurz mein Team für die künstliche Intelligenz, Christina Rossi und Alexander Tsiritsis. Damit bedanke ich mich und übergebe an Christoph Stippich. Vielen Dank. Alles gut. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Christoph Stippich, ich bin der Direktor der Neuroradiologie hier am USZ seit etwas über einem Jahr im Amt. Und ich möchte, bevor ich mit dem Vortrag anfange, Ihnen ein paar Besonderheiten des Universitätsspitals Zürich, was den Neurosektor angeht, mal zeigen, die es zu einer ziemlich einzigartigen Zeit machen, auch in Europa. Wir haben nämlich hier ein klinisches Neurozentrum, das sehen Sie hier unten, das ist eine funktionelle Organisationseinheit aus der neurologischen Klinik, der Neurochirurgie und der Neuroradiologie. Und wenn ein Patient mit einer solchen neurologischen Erkrankung zu uns kommt, dann findet er eigentlich automatisch immer den richtigen Experten. Was noch viel besser ist, ist, dass das Ganze zwar in einem alten Gebäude sich befindet, aber dieses Gebäude ist ziemlich ideal für eine Neuroradiologie angelegt. Denn wir haben eine Neurointensivstation, da gibt es auch nur ganz wenige überhaupt, die das leisten können. Wir haben eine Stroke-Unit, die ist auf der gleichen Höhe, direkt angebunden ist die Hals-Nasen-Ohren-Klinik und die Zahn-Mund-Gesichts-Kiefer-Chirurgie, sodass wir dort wirklich sehr, sehr ideale Bedingungen haben, um unseren Patienten eigentlich auf höchstem Niveau das anzubieten, was dieses Fach leisten kann. Sie sehen, mein Text ist in Englisch, das habe ich auch nicht geändert. Sie müssen sich da nicht drüber grämen, weil es gibt insgesamt nur 3 Textdias, der Rest sind Bilder. Was Sie jetzt hier sehen, was ich Ihnen heute zeigen will, war der Auftrag, einen kleinen Update zu geben. Wir haben 2 verschiedene Subdisziplinen, einmal die diagnostische und die interventionelle Neuroradiologie und so sind auch die Themen gewählt. Ich werde Ihnen zum einen über neue Mikrokathetertechniken berichten, da geht es um neue Errungenschaften in der Behandlung des Hirnschlags, des ischämischen Schlaganfalls und aus der diagnostischen Neuroradiologie werde ich etwas über Hirntumoren erzählen und Sie da ein bisschen einführen in Standarddiagnostik, aber dann die ganze Spielwiese, mit der wir Diagnostik betreiben können. Das sind die 2 Dinge, die ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen möchte. Jetzt fangen wir mit dem ersten Bild mal an. Wenn Sie einen Patienten haben mit einem akuten Schlaganfall, dann weiß man normalerweise nicht, warum der aufgetreten ist. Schlaganfall ist eine Erkrankung, die die häufigste Ursache ist für eine schwere bleibende Behinderung in den westlichen Industrienationen und auch eine relativ hohe Todesrate hat. Es kommt darauf an, dass die Patienten schnell und richtig behandelt werden und in das behandelnde Zentrum kommen. Das, was wir deshalb anbieten müssen, ist, dass wir das ganze Jahr über rund um die Uhr Diagnostik und Therapie vorhalten. Und das Wichtigste ist, dass wir eine Gehirnblutung ausschließen. Denn man kann von außen nicht sicher sehen, ob die Ursache des Schlaganfalls eine Durchblutungsstörung war, also die Verstopfung einer Ader, oder ob dort eine Blutung aufgetreten ist, die aufs Gehirngewebe drückt. Die Therapie ist aber ganz unterschiedlich. Wenn man eine verstopfte Ader hat, dann muss man versuchen, die möglichst schnell wieder aufzumachen. Dazu setzt man auch Medikamente ein, die das Blut verdünnen. Wenn man das in der Situation einer Blutung macht, dann wird es nur viel schlimmer. Man kann das aber von außen nicht sicher sehen. Also ist der erste Schritt, zunächst mal nachweisen, ist dort eine Hirnblutung oder nicht. Das passiert in der Notfallstation, meistens in der Computertomographie und hier das Helle, das ist eine Hirnblutung. Was wir dann noch weitermachen können, ist, wir können gucken, ist ein Gefäß verschlossen? Können wir da möglicherweise mit einem Werkzeug hinkommen, mit einem kleinen Katheter, den wir von der Leiste aus, ein dünner Plastikschlauch, bis ins Gehirn vorschieben und dann sozusagen dort dieses Gerinnsel wieder entfernen? Dann spielt es auch noch eine Rolle, wie viel Gewebe ist schon gestorben zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind? Ist dort überhaupt noch Gewebe, was wir retten können? Und gibt es noch Adern, die sozusagen eine Kollateralisierung zu diesem ischämischen Hirnareal haben. Und diese Information, die wir dort haben, die entscheidet dann darüber, was wir mit dem Patienten machen. Ob wir nur noch zugucken können, ob er eine medikamentöse Therapie durch ein Medikament, was in die Vene gespritzt wird, erhält, oder ob er eine Operation
die wir durchführen, also einer Katheterbehandlung zugeführt wird. Das wird ganz in der Regel mit der Computertomographie gemacht. Das sind heute sehr leistungsfähige Geräte, die in den Notfallambulanzen stehen und uns diese Informationen zeigen. Oder man kann es auch mit dem MRT machen. Das gibt noch etwas mehr Detailinformationen, war auch vor 20 Jahren die Methode, mit der man diese Informationen nur generieren konnte. Ist allerdings viel aufwendiger, es durchzuführen und braucht viel mehr Logistik, damit es so schnell geht. Also die wichtige Information beim Schlaganfall ist, dass Zeit Gehirn ist. Und es gab Zeitfenster, die Sie dort oben sehen, 3 und 4,5 Stunden, innerhalb derer man auf der Basis großer Studien, die man durchgeführt hat, mit Fug und Recht eine auflösende Therapie, thrombusauflösende Therapie durch Gabe von intravenösem Thrombolytikum durchführen konnte. Es gibt einige Studien, die gezeigt haben, dass Patienten auch nach einem längeren Zeitfenster davon noch profitieren, aber für diese medikamentöse Therapie sind das die heute noch etablierten Zeitfenster. In Europa gilt das 4,5 Stunden Zeitfenster. Dann wurden neue Techniken eingeführt bei Patienten, die aufgewacht sind mit einem Schlaganfall, ein sogenannter Wake-up-Stroke. Man wusste nicht genau, wann ist die Symptomatik aufgetreten und da war es dann auch schwierig, was soll man mit denen tun. Und das war eigentlich so das Erste, wo ja, Ende des letzten Jahrtausends die MRT ins Spiel kam, um diese Sachen ein bisschen besser aufzuklären und uns diagnostische Hilfe zu geben. Was Sie hier sehen, ist eine MR-Angiografie. Sie sehen hier die basalen Hirngefäße und Sie können sehen, dass hier auf dieser Seite eine Ader fehlt, die hier drüben ist. Das ist die mittlere Hirnschlagader. Es ist immer seitenverdreht. Hier fehlt die linke, die ist rechts im Bild. Es war also ein linksseitiger Schlaganfall. Dann sehen Sie hier ein sogenanntes Diffusionsbild. Dieses Gewebe, was Sie hier sehen, ist irreversibel geschädigt. Das ist untergegangen. Das ist zum Zeitpunkt der Untersuchung schon nicht mehr rettbar. Und dann sehen Sie außen drumherum in diesem farbigen Bild etwas, wo Kontrastmittel verzögert ins Gehirn läuft. Und die Differenz zwischen diesen beiden, nicht mehr rettbares Gewebe und minder perfundiertes Gewebe, das ist das Gewebe, was man noch retten kann, wenn man schnell genug die Ader wieder aufkriegt. Gelingt das nicht? Dann geht dieses gesamte Gebiet letztlich in einen Schlaganfall oder in ein totes Hirngewebe über und das wächst in der Regel noch über das, was zum initialen Zeitpunkt da war, hinaus. Deshalb muss man sehr schnell sein bei der Behandlung. Diese Informationen können wir heute mit der Computertomographie sehr elegant auch bekommen. Das sind Quellschichten einer computertomografischen Angiografie. Und was Sie hier sehen, ist, dass dort eine kleine Unterbrechung in der Ader ist. Das ist ein Astverschluss der Arteria cerebri media auf der linken Seite und der hat dafür gesorgt, dass in den Stammganglien hier gar kein Blut mehr ankommt und hier verzögert Blut ankommt. Diese andere Karte, die Volumenkarte, bestätigt Ihnen dann nochmal dieses Gebiet, in dem wirklich keine Durchblutung mehr da ist. Also man hat den Infarktkern, das nicht mehr rettbare und das vermindert perfundierte Gewebe. Also auch mit dieser Technik kann man dieselbe Information sehr schnell generieren. Dann gab es so um 2010, 11 rum ein paar Studien, die gezeigt haben, dass Thromben, die lang sind, in dieser mittleren Hirnschlagader sich nicht mehr so gut auflösen lassen, was Sinn macht. Und diese Arbeit hat hier gezeigt, dass Thromben so bis 3, 4 mm ganz gut auf diese intravenöse Therapie ansprechen. Aber wenn sie länger als 8 mm sind, dann gehen die praktisch nicht mehr auf. Und das war ein Durchbruch für eine neue Technik, die damals gerade sich entwickelt hat. Und zwar kann man mit einem Katheter über diese Ader, hier sehen Sie den Führungskatheter, blind durch dieses verschlossene Gefäß hindurchgehen und dann dort drin solch eine kleine Gefäßprothese, die man wieder bergen kann, aufmachen, einen gesunden Stent-Treiber. Und der entfaltet sich dann in diesem Stopfen, der da drin steckt und man kann ihn mit oder ohne Absaugung dann aus der Ader herausziehen und die Ader sehr schnell und elegant wieder eröffnen. Und heute wissen wir, dass diese Therapie weit über die normalen Zeitfenster hinaus sinnvoll und nutzbringend sein kann und ist eine sehr, sehr effiziente Therapie. Die ist viel besser als viele andere Therapien, die es jemals gab. Es gibt nur sehr wenig Leute, die das durchführen können. Das ist das Problem und die Patienten müssen schnell dorthin kommen. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr, sehr effiziente Therapie, für die man eine gute Indikation stellen muss und dann kann man dort wirklich den Patienten sehr gut helfen. Aber sie müssen rechtzeitig in ein Zentrum kommen, wo das möglich ist. Sie dürfen nicht auf Umwegen erst woanders landen und dann sekundär weitergefahren werden. Merken Sie immer, Zeit ist Brain, Zeit ist Gehirn. Wir wissen aus Studien, dass diese Therapie, diese mechanische Thrombektomie für große Gefäße in der vorderen Zirkulation ein absolut überlegenes Behandlungsverfahren ist. Es gilt auch, dass das bis 24 Stunden, bis 18 Stunden, weiß man sicher, nutzbringend sein kann und die Auswahl dieser Patienten, die wird unterstützt durch diese Bildgebung, die ich Ihnen eben gesehen habe. Es gibt noch eine Reihe offener Fragen, die nicht beantwortet sind.
Was noch wichtig ist, ist, neben diesem Infarktkern und diesem minder perfundierten Areal spielen auch die Kollateralen eine Rolle. Das heißt, überall um das Gehirn und an der Basis des Gehirns gibt es Kreisläufe, die eine verstopfte Ader in gewissem Art und Weise kompensieren können. Es hängt von der Anatomie ab, es hängt davon ab, wo der Schlaganfall oder die Verstopfung ist. Aber was Sie hieraus ersehen können aus dieser Grafik, ist, dass Patienten, die kaum Kollateralen haben, schon nach einer kurzen Zeit, das sind die Stunden, nach ein, zwei Stunden oftmals versterben oder schwer abhängig werden. Während es auch Patienten gibt, die mit guten Kollateralen noch nach 12 Stunden oder länger einen vernünftigen klinischen Outcome haben können. Also es ist ganz wichtig, nicht nur das Zeitfenster zählt, sondern diese neuen Bildgebungsmethoden, die wir zur Verfügung haben, lösen jetzt diese alten, starren Zeitfenster ab. Aber es ist noch nicht alles bewiesen, noch nicht alles evidenzbasiert, aber es sind sehr wichtige Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können. Jetzt noch ein paar Bilder zur Behandlung des hämorrhagischen Schlaganfalls, hier am Beispiel der Subarachnoidalblutung. Es gibt kleine Aussackungen an den Adern im Gehirn, die können platzen und auch zu einem Schlaganfall führen. Und die kann man auf zwei Arten und Weisen behandeln. Die ältere und traditionelle Art und Weise ist, dass der Neurochirurg den Kopf eröffnet und auf die geplatzte Gefäßaussackung von außen eine Klammer drauf macht. Dann ist das Gefäß rekonstruiert und die Ursache der Krankheit ist behoben. Die Krankheit nicht selber, die Krankheit ist das Blut im Gehirn. Das macht dann später noch Probleme. Es gibt seit Anfang der 90er Jahre dann auch neuroradiologische Verfahren, mit denen man das machen kann. Und da geht man mit einem ganz feinen Katheter in dieses Aneurysma rein und steckt kleine Drahtspiralen dort hinein. Das sind Platinspiralen, die verstopfen das Aneurysma von innen. Und danach bildet sich eine Narbe und es ist ausgeschaltet. Das funktioniert relativ gut und ist eine sehr gute Standardtherapie als Alternative. Aber man muss die Anatomie betrachten. Wenn Sie eine Aussackung haben, wie diese hier, mit einem kleinen Hals, dann können Sie da natürlich sehr leicht Drahtspiralen hineinstecken und die bleiben auch drin. Das ist gut. Wenn die Ader, an der das Aneurysma dran sitzt, zugeht durch die Drahtspiralen selber, dann erzeugen Sie einen großen Schlaganfall. Das müssen Sie zwingend vermeiden. Also sind Aneurysmen, die keinen richtigen Hals haben, wenn Sie hier was reinstecken, fällt Ihnen das ganze Material in die Hauptader rein und Sie haben ein viel größeres Problem. Das können Sie nicht machen. Also müssen Sie sich behelfen und das geht, indem man zum Beispiel zunächst mal solche kleinen Stents, wie Sie es auch vorhin gesehen haben bei dem Schlaganfall, nur dieser hier, der bleibt dann im Gehirn, der andere, der wird wieder rausgezogen, den können Sie einbauen und dann durch die Maschen dieses Stents hindurch die Drähte reinbringen, dann können die auch nicht mehr ins Gefäß reinfallen. Und eine neuere Variante, die man primär aber für die Vorbeugung von einer Ruptur von solch einem Aneurysma verwendet, sind die sogenannten Flow-Diverter. Das sind ganz eng gewobene Stents und die sorgen dafür, dass die Durchblutung langsamer wird. Wenn Sie also solch einen eng gewobenen Stent hier einbauen über das Aneurysma, fließt hier langsamer und weniger Blut rein. Wenn das Blut langsamer dort reinfließt, gerinnt es, es bildet dann einen Thrombus. Dieser Thrombus schrumpft und hinterher ist das Aneurysma nach einer gewissen Zeit gut behandelt. Sie sehen hier drüben auf der Seite, dass das eine Weile dauert. Die Behandlung ist nicht sofort effizient, sondern es dauert einige Wochen bis Monate, bis alle Aneurysmen zu sind. Deshalb ist das auch für die akut gebluteten Aneurysmen nicht so eine gute Therapie. Vor allen Dingen, weil man dann auch stark blutverdünnende Medikamente geben muss. Sonst thrombosiert es auch in dem Stent und die Ader ist dann auch zu. Das leuchtet ein. Also wir haben eine ganze Menge feine Verfahren, mit denen wir das behandeln können. Ich spreche jetzt nicht über die ganzen Klebetechniken, die wir noch haben. Wir können auch mit Klebern Adern verschließen, wenn Gefäßmissbildungen dort sind. Da gibt es Fisteln, da gibt es sogenannte Angiome. Es gibt auch noch andere Pathologien, auch an der Wirbelsäule. Was Sie mitnehmen sollten, ist, dass wir mit feinen Geräten, diese Katheter sind haarfein, die haben teilweise weniger als 1 Millimeter Durchmesser, können wir bis ins Gehirn gehen und sehr anspruchsvolle Behandlungen durchführen, die sonst gar nicht möglich sind. Das braucht aber das Team der Intensivstation, wo die Patienten dann hinterher auch über Wochen noch vernünftig versorgt werden können nach einer schweren Hirnblutung. Das kann man nicht so alleinstehend machen. Das ist immer ein Team und das sage ich nochmal, das ist die Besonderheit hier in Zürich, dass wir eben dieses bauliche Kopfklinikum haben und diese Intensivstation alles zusammen. Das gibt es sonst eigentlich kaum. Gut, jetzt möchte ich ein bisschen was zu den Hirntumoren erzählen in der zweiten Viertelstunde. Ein anderes Thema. Und da geht es vor allen Dingen um neue Bildgebungsmethoden. Zunächst mal, womit haben wir es zu tun? Was ist ein Hirntumor? Ein Hirntumor ist eine Raumforderung im Kopf und die macht etwa 2% aller Tumoren, die bei Menschen entstehen, aus. Es gibt welche, die sind gutartig, es gibt welche, die sind bösartig, es gibt welche, die gehen von gutartig in bösartig über, es gibt welche, die entstehen primär im Hirngewebe, es gibt welche, die sind sekundär, das sind Metastasen, wenn sie irgendwo anders
einen Krebs haben, eine Krebserkrankung, dann kann der Absiedlungen im Gehirn bilden und die sind dann dort. Die werden eingeteilt nach der Weltgesundheitsorganisationsklassifikation von 2007 nach den Zellen, von denen die entstanden sind. Das sind mikroskopische Techniken und so fort gewesen, aber auch hier hat sich sehr viel entwickelt. Wir können heute genetische Analysen dieser Tumoren machen und können eine viel bessere Klassifikation oder feinere Klassifikation machen. Und deshalb wurde diese Einteilung 2016 nochmal revidiert, diese Einteilung. Und da können wir auch versuchen, aus unseren Bildbefunden Verbindungen herzustellen, Korrelationen herzustellen. Die Diagnose wird gemacht durch Bildgebung und dann Gewebeentnahme, dass man das anguckt. Und daran hängt es dann auch, was man mit dem Patienten macht. Ob man einen Hirntumor herausschneidet, ob man ihn vielleicht bestrahlt, mit Chemotherapie behandelt oder eine Kombination von dem. Und es gibt ganz neue, teilweise sehr, sehr effiziente Therapien, Immuntherapien, die noch experimentell sind, aber wirklich auch teilweise Behandlungserfolge erzielen können, die früher undenkbar waren. Wichtig ist darüber hinaus, wo so eine Raumforderung im Kopf steckt. Es gibt ganz wichtige Hirnfunktionen und wenn Sie jetzt einen Tumor haben, bei dem sich das Hirngewebe selber umwandelt, der letzten Endes als chronische Erkrankung zum Tode führt, ist es nicht sinnvoll, solch einen Tumor komplett herauszunehmen, weil Sie können den Patienten nicht heilen, besonders dann, wenn Sie ihm zum Beispiel dabei das Gedächtnis oder die Sprache oder die Bewegung wegoperieren. Das ist nicht so sinnvoll. Und deshalb gibt es auch Verfahren, mit denen man das vorher angucken kann und mit den Patienten das auch unterhalten kann, was wollen wir mit Ihnen eigentlich machen. Solche Sachen können wir alle vorher anschauen. Jetzt möchte ich Sie auf die aus meiner Sicht aussterbende Tätigkeit des Radiologen, Neuroradiologen führen. Das ist der sogenannte erzählende, narrative Radiologe. Wenn Sie sich das angeguckt haben vorhin, auch bei den Mammografien, wir sind trainiert, wir gucken im Bild an, wir haben uns Wissen angeeignet über viele Jahre und sagen, das wird schon das und das sein. Aber das ist beschreibend. Und heute wollen wir mehr und mehr messen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier an diesem Beispiel. Das ist ein 53-jähriger Mann, der mit einem Krampfanfall und einer linksseitigen Körperlähmung in die Notfallstation kam. Es hätte also sein können, dass er einen Schlaganfall hat oder ist es vielleicht irgendwas anderes. Und das erste war ein CT und Sie sehen hier, da ist was im Gehirn, das ist der rechte Parietallappen, das braucht Platz. Und außen drumherum ist es ein bisschen dunkler, das ist vermehrtes Wasser im Gehirn, sogenanntes Ödem. Ist nicht immer Ödem, manchmal sind da auch Tumorzellen drin. Das ist ein Bild nach Kontrastmittelgabe und dann sehen Sie, dass diese Struktur Kontrastmittel anreichert, aber innen drin nicht so viel. Das ist schon nekrotisches, untergegangenes, abgestorbenes Gewebe. Da hat sich der Tumor selber seine Versorgung weggefressen. Und wenn Sie dann mal genau hinschauen, dann können Sie hier sehen, dass hier auch was nicht stimmt. Die Neuroradiologen haben es ja immer einfach, die können links und rechts miteinander vergleichen und Sie sehen, dass was schief. Sie sehen hier, dass die innere Hirnkammer zur Gegenseite verdrückt ist und auch hier ein bisschen was. Also hier scheint nochmal was drin zu stecken, was man gar nicht so gut sieht. Da ist das MRT, das klassische MRT, viel detailreicher. Deshalb ist für die Hirntumordiagnostik das MR das Werkzeug der Wahl. Das ist so etwas wie 500 Regler. Sie können da ein bisschen dran rumbasteln. Es gibt Standards und Sie können unheimlich viel Information mit dieser Maschine rauskitzeln aus den Bildern, ohne dass Sie Röntgenstrahlen applizieren müssen. Hier sehen Sie dann diesen unteren Tumoranteil. Der ist homogen, so nennt man das, relativ gleichmäßig, heller, hyperintens in dem wassergewichteten Bild. In dem anderen Bild ist er ein bisschen dunkler und er nimmt kein Kontrastmittel auf. Das ist das klassische Zeichen eines sogenannten niedergradigen, nicht bösartigen hirneigenen Tumors, Glioms. Der obere Anteil bei dem Patienten, das ist das, was wir hier sehen, sieht ein bisschen anders aus. Sie sehen, das ist so irregulär, hat ein paar Löcher drin. Hier sehen Sie auf dem Bild so einen weißen Saum, das ist Blut, der hatte eingeblutet, der Tumor, Blutreste, Blutabbauprodukte, Methemoglobin und dann wieder diese ringförmige Kontrastmittelaufnahme. Das ist der maligne Anteil. Dieser Patient hat also einen hirneigenen Tumor an zwei Stellen. Der untere ist noch nicht malignisiert, der obere ist maligne. Das kann man da eigentlich ganz gut sehen und so beschreiben wir das. Ich mache Ihnen das jetzt nicht genau vor, wie das funktioniert, aber das lernt so ein Radiologe in seiner Ausbildung. Und dann gibt es noch Sekundäreffekte, die man anschauen muss, weil der Hirntumor kann zwar die primäre Ursache sein, aber vielleicht nicht das Problem, warum der Patient kommt. Und ich habe Ihnen jetzt hier keine großen Tumoren gezeigt, sondern nur ein paar Beispiele, die strategisch schlecht liegen. Hier sehen Sie eine sogenannte Koloidzyste und die liegt an den Foramina Monroe. Innen gibt es Hirnkammern. Da wird Hirnwasser gebildet, etwa 500 Milliliter am Tag. Und wenn das nicht wieder resorbiert und abfließen kann, dann gibt es einen Wasserkopf. Und der Wasserkopf kann dazu führen, dass das Gehirn im festen Schädel nach unten gedrückt wird und der Patient am Wasserkopf stirbt. Die Ursache ist klein, aber man muss gucken, dass das
dass man das im Blick behält. Und hier ist noch ein anderes, ein Germinom, das drückt auf den Aquädukt, der ist hier hinten, deshalb ist dann eine andere Hirnkammer, die noch davor liegt, auch erweitert. Da müssen wir auch immer drauf achten, also nicht nur das primäre Ding, sondern vielleicht gibt es noch Nebensachen, die erst behandelt gehören, bevor man sich um das andere kümmert. Das müssen wir auch genau angucken. Also wir sind trainiert nach dem 3D-Approach, detect, das heißt, nimm die richtige Technik, um deine Frage zu klären. Zweitens, beschreibe genau, was du siehst. Und drittens, nimm dein Wissen und mach eine Diagnose und mögliche, wahrscheinliche andere Diagnosen, die da hinkommen. So haben wir es gelernt. Gut, jetzt wollte ich Ihnen das nochmal zeigen mit dieser WHO-Klassifizierung, ganz kurz. Und hier sehen Sie nur, dass das heute sich geändert hat, weil hier werden die jetzt angeguckt nach IDH-Mutationen, das sind so genetische Sachen. Und Sie sehen, die haben eine ganze Palette von Gut- oder Bösartigkeit. Das ist der Ursprungstumor, wo es herkommt. Und dann kann man das noch genauer anschauen. Und wir müssen natürlich versuchen, aus unserer Bildgebung, wenn wir das gut machen, zu diesen Klassifikationen ein Verhältnis herzustellen. Vielleicht können wir damit helfen. Jetzt zeige ich Ihnen typische Beispiele von hirneigenen Tumoren. Das ist ein sogenanntes pilozytisches Astrizitom, ist typischerweise ein kindlicher Tumor, typischerweise im unteren Anteil, Kleinhirnhöhe gelegen, zystisch, mit einem kräftig Kontrastmittel aufnehmenden Anteil, den Sie hier sehen. Und auch hier sehen Sie den assoziierten Wasserkopf im koronaren Schnittbild, was da drin ist. Es ist ein klassisches Bild, da kann man eine recht sichere Diagnose schon so machen. Es könnte natürlich auch eine Metastase sein oder andere Tumoren, aber das weiß man dann recht gut. Das hier ist ein niedergradiger hirneigener Tumor, ein sogenanntes Astrozytom, WHO Grad 2. Klassischerweise ist der hell im wassergewichteten Bild, T2-gewichteten Bild, dunkel im T1-gewichteten Bild ohne Kontrastmittelaufnahme. Sie erinnern sich an den nicht malignisierten Teil des ersten Patienten. Und dann ist das hier ein Diffusionsbild, da ist er ein bisschen hell. Das zeigt, das Gewebe ist aufgelockert, was sich da drin befindet. Das hier ist ein Bild, was ich mal radiologisch, wir arbeiten nur im Grauen, was ich mal ein buntes Bild nenne, weil Sie sehen hier, dass im T2-gewichteten Bild, in dem Flair-Bild, unterschiedliche Helligkeiten zu sehen sind. Im T1-Bild auch und in dieser Diffusionskarte, ADC-Karte auch. Also das Gewebe, der Tumor ist nicht ganz homogen, der ist irgendwie unterschiedlich aufgebaut in seiner Textur. Das kann man sich auch nützlich machen. Das ist ein Oligodendroglion. Das hat noch zusätzlich ein paar Verkalkungen und punktförmige Kontrastmittelaufnahme. Kalk sieht man gut im CT. Es gibt aber auch MR-Sequenzen, wo man das gut sehen kann. Und schließlich das Glioblastom, das ist dieser bösartige Tumoranteil, der oben auch malignisiert war. Das gibt es als transformierendes Gliom oder als primär bösartigen Tumor, der dort drin ist. Der hat auch bestimmte Charakteristika. Besonders anzumerken ist, dass die Durchblutung im Randbereich erhöht ist, weil dieser aggressiv wachsende Tumor braucht dafür eigene Gefäße und innen drin frisst er sich die Versorgung weg und geht dann unter. Das heißt, dieser Bereich, wo der Tumor gerade wächst, der ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel eine Biopsie nehmen will. Schließlich gibt es Differentialdiagnosen wie ein Lymphom oder hier auch eine entzündliche Erkrankung. Das ist ein Beispiel einer sogenannten tumefaktiven, also tumorimitierenden multiplen Sklerose. Sowas gibt es auch. Oder das hier sind Hirnabszesse, also eine Entzündung, die sich dort abgesiedelt hat, abgekapselt ist. Und da kann man auch diese Diffusionsbildgebung nehmen, weil da ist dieses Bild so schön hell. Da sind ganz dichte Zellen drin und deshalb wird dieses Bild sehr hell. Das hilft uns in der Differentialdiagnose, ist aber nicht wie eine Biopsie. Wir können es nicht hundertprozentig sagen. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, das hilft uns, aber wir können keine histologische Diagnose mit Bildern stellen. Jetzt lasse ich ein paar weg, damit es ein bisschen schneller geht und wollte Ihnen noch zeigen, dass wir auch Follow-ups angucken müssen. Das bedeutet, wir sind natürlich nicht nur dabei, die Diagnose zu machen, sondern die Patienten werden behandelt mit Strahlentherapie oder OP und wir müssen dann hinterher gucken, ist das gut ausgegangen, ist alles entfernt, wächst der Tumor wieder. Und das machen wir auch und da gibt es zum Beispiel eine echte Progression, mal hier an einem Beispiel gezeigt. Sie sehen hier im zeitlichen Verlauf, dass dieser Tumor in diesem T2-gewichteten Bild immer größer und heller wird und auch die Kontrastmittelaufnahme zunimmt. Das nennt man eine echte Progression. Das ist ein Beispiel einer sogenannten Pseudoprogression. Der Tumor wird zuerst mal größer, so wie es aussieht, nimmt mehr Kontrastmittel auf und dann schrumpft er wieder. Das ist nicht das Normale, das darf man nicht durcheinander bringen, weil das kann eine Therapiefolge sein. Eine Strahlentherapie kann dazu führen, dass es so aussieht, als würde der Tumor weiter wachsen. Tut er aber gar nicht. Und das ist natürlich sehr wichtig, das auseinanderzuhalten, weil Sie müssen als behandelnder Arzt ganz anders reagieren. Das eine Mal abwarten, wird schon okay, nehmen wir das Ödem raus. Das andere Mal müssen wir was tun, möglichst schnell. Und da können wir auch moderne Techniken einsetzen, Bildgebungstechniken, Perfusion, Spektroskopie, das kann ich Ihnen heute alles nicht genau zeigen, mit denen wir das ein bisschen besser auseinanderhalten können.
Deshalb haben wir jetzt moderne, standardisierte Protokolle, das zeige ich Ihnen hier, Bildgebungsprotokolle mit 3D-Datensätzen, wo wir zum Beispiel die Durchblutung im Gehirn immer mitmessen und das dann auch postoperativ uns angucken können. Sie sehen hier diesen vermehrt durchblutenden Anteil, Sie sehen diesen zugrunde gegangenen Anteil, die Nekrose, hier das Kontrastmittelbild. Das hier unten ist ein sogenanntes suszeptibilitätsgewichtetes Bild. Damit können wir Blut und Kalk nachweisen. Wir sehen also auch, dass es in den Tumor eingeblutet hat. Gut, dann, wie machen wir uns besser? Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir haben diesen narrativen Radiologen. Ich kann denen erzählen, der Tumor ist so und so groß, sieht so und so aus, das wird es wohl sein. Okay, jetzt gibt es aber sehr teure Therapien und deshalb wollen wir auch wissen, ist der wirklich gewachsen? Wollen wir das volumetrieren? Wir brauchen quantitative Daten. Und der einfachste Schritt, um das zu machen, ist, dass wir erstmal uns mit unseren Zuweisern unterhalten und genau festlegen, was wollten ihr eigentlich in eurem Bericht von uns wissen. Das können wir standardisiert abfragen, das ist sogenanntes strukturiertes Reporting. Und dann haben wir immer alles zumindest mal abgehandelt, was unseren Zuweiser oder was unsere Fragestellung betrifft. Und nicht der eine Radiologe hat mal das vergessen oder ein bisschen anders gesehen und so fort. Und damit wird schon mal die Befundqualität an sich deutlich besser. Das ist auch praktikabel, wir haben das mal angeguckt im Vergleich, 60 Patienten Freitext und dann strukturiert befundet. Und die Information, strukturiert ist natürlich immer alles. Und Sie sehen hier teilweise 5% nur gesehen, bis 60%. Also man hat viele Dropouts, wenn man das nicht so macht. Und die Befundzeit liegt bei etwa 8 Minuten im Mittel. Also man kann das anwenden, wenn man richtig trainiert ist. Normal ist man ein bisschen schneller, aber Sie haben bessere Daten für Ihren Zuweiser. Und das spielt auch eine Rolle für diese Therapiestudien, das habe ich Ihnen gesagt. Und deshalb versucht man auch Methoden zu entwickeln, wie man mit Computerprogrammen automatisch Volumina raussegmentieren kann und sich das anguckt. Das funktioniert einigermaßen. Im postoperativen Gehirn ist das nicht so gut, aber man kann es verwenden. Es braucht immer eine Supervision, um damit umzugehen. Und jetzt die letzten Minuten möchte ich Ihnen noch ein bisschen aus meinem Forschungsthema von früher und auch heute noch erzählen. Ich habe mich viel mit dieser Hirnfunktionsdiagnostik befasst, wo wir mit dem MR Durchblutungsänderungen im Gehirn, ohne dass wir irgendein Kontrastmittel geben müssen, messen können. Sie können zum Beispiel standardisierte Sätze produzieren oder Ihre Hand bewegen und dann können wir nachweisen, wo sind diese Zentren. Sie erinnern sich, wenn man einen Tumor rausoperieren will, möglichst radikal, ist es nicht gut, ein Defizit zu erzeugen. Und dann können wir mit Diffusionstechniken auch die Faserbahnen, wie hier diese Pyramidenbahn oder hier den Fasciculus arcuatus, für die Sprache feststellen. Ich mache das seit etwa 20 Jahren, das ist mal so ein von 13 Jahren an verschiedenen Zentren mal zusammengefasst, das ist sehr robust. Und es hilft wirklich diagnostisch im Vergleich zur nur anatomischen Bildgebung. Wir können damit auch invasive Untersuchungen vermeiden. Sie können bestimmen, welche Hemisphäre, normalerweise ist es die linke, ist zum Beispiel für die Sprache bedeutsam, wichtig, dominant. Da müssen Sie dort mit anders umgehen. Die Standardverfahren, die man da verwendet, ist, einen Katheter in die Leiste zu führen, ins Gehirn zu legen, ein Betäubungsmittel zu spritzen, die Gehirnhälfte zu lähmen, mehr oder weniger, dann zu gucken, ob das wirklich die dominante Hemisphäre ist. Das ist für den Patienten sehr belastend. Es ist ein Verfahren, was komplikationsreich sein kann. Und das kann man heute schön nicht invasiv machen und es funktioniert gut. Wir können auch wissenschaftlich untersuchen, wie Hirntumoren die Sprachfunktionen verändern. Wir sehen ganz deutlich, dass Hirntumoren die Sprachzentren auf die andere Hemisphäre rüberlegen. Ob das wirklich zum Erhalt der Sprache beiträgt, ist eine andere Frage. Aber wir sehen, dass sich das Hirn dort umorganisiert. Das sehen wir auch im motorischen System. Da kann man das korrelieren. Wenn ein Tumor den motorischen Kortex beeinflusst, dann verschiebt sich das auch zur Gegenseite. Das korreliert in gewissem Maß mit den Ausfallserscheinungen des Patienten, aber nicht 1:1, weil das klinische Grading ist ein 5-skaliges System, was man durch Betrachtung macht. Das Gehirn hat kein Scaling, das ist unendlich. Deshalb brauchen Sie natürlich große Datensätze, um das wirklich zu korrelieren. Das Gleiche können wir auch auf den Faserbahnen machen. Hier haben wir gerade eine aktuelle Studie, die wir jetzt zum Abschluss bringen, wo wir mal modelliert haben an einzelnen Patienten, wie wird sich denn wahrscheinlich die Verbindung im Gehirn, die Faserbahnenverbindungen ändern, wenn dieser Tumor entfernt wird, beziehungsweise welche Wirkung hat er. Und natürlich lehren wir sowas, wir machen viel Ausbildung, haben verschiedene Bücher und Kurse, wo man das sich angucken kann. Der nächste wird 2019 in Lausanne stattfinden. Und damit bin ich durch, habe Ihnen einen Parforce-Ritt durch zwei Themen der Neuroradiologie gegeben und versucht Ihnen das, obwohl es sehr wissenschaftlich ist, so deutlich wie möglich zu erklären. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte
Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Ronny Büschel, ich bin Kardiologe und Nuklearmediziner. Ich arbeite in der Klinik für Nuklearmedizin. Und was ich gerne machen möchte zum Abschluss hier dieses heutigen Abends, ist Ihnen einen Einblick zu geben, was die moderne Nuklearmedizin leisten kann. Ich werde diesen Vortrag zweiteilen. Wir werden zuerst ein bisschen über die nuklearmedizinische Bildgebung im Setting der Onkologie, also Krebsdiagnostik, aber auch Therapie sprechen. Und zum Abschluss dann, weil ich eben Kardiologe bin, kann ich es mir nicht nehmen lassen, auch noch ein paar Worte zur Rolle der Nuklearmedizin in eben der Herzbildgebung Ihnen vorzutragen. Wir beginnen mit der Frage, wie radioaktive Substanzen bei Krebserkrankungen genutzt werden können. Beginnen möchte ich mit einem Wimmelbild. Stellen Sie sich folgendes Gedankenexperiment vor. Sie sind Radiologin oder Radiologe, Sie haben folgende Aufgabe. Sie müssen in einer Computertomographie des gesamten Körpers, von Kopf bis Fuß, also mehrere tausend Bilder, müssen Sie Auffälligkeiten finden, einen Tumor finden. Ich sage beispielsweise, hier finden Sie die Hunde. Nicht, dass ich Hunde nicht mögen würde, aber die bieten sich jetzt hier einfach an. Jetzt sind Sie gute Radiologe, Sie wissen, die Hunde werden sich wahrscheinlich irgendwo im Bereich des Hauses aufhalten und tatsächlich, hier ist eine Hundehütte, hier ist ein Hund, hier haben Sie noch einen zweiten entdeckt. Aber es dauert relativ lange, bis Sie das gesamte Bild abgesucht haben und am Ende sind Sie vielleicht doch nicht ganz sicher, ob Sie vielleicht einen Hund übersehen haben, der eben vielleicht einem Tumor entsprechen kann. Und hier kann die Nuklearmedizin helfen. Aber bevor ich Ihnen zeige, wie das aussieht dann final, wenn wir nuklearmedizinische Bilder kreieren, ganz kurz zum Hintergrund, wie Nuklearmedizin überhaupt funktioniert, wie die Positronenemissionstomographie, also die PET, wie die funktioniert. In der Nuklearmedizin dreht sich alles um instabile Atomkerne, also Atomkerne, die radioaktiv zerfallen, sogenannte Isotope hier. Im Bereich des PETs sind es Isotope, die zerfallen unter Entstehung eines sogenannten Positrons. Ein Positron ist nichts anderes als ein positiv geladenes Elektron und damit ist es Antimaterie zu einem Elektron. Und wenn nun ein solches Positron nach wenigen Millimetern Reise im Gewebe des Menschen eben auf seinen Gegenspieler, auf die Antimaterie trifft, dieses Elektron, dann kommt es zur Vernichtung bei der Teilchen und dann kommt Einstein zum Tragen. Einstein sagt, wenn Masse vernichtet wird, entsteht Energie und das passiert hier auch, nämlich in Form von zwei Gamma-Quanten, die hier ausgesendet werden. Und die können wir detektieren mit hochdichten Kristallen und wenn wir solche Kristalle ringförmig um den Patienten anordnen und diesen ringförmigen Detektor hier dann in ein Gerät packen, dann haben wir einen sogenannten Positronenemissionstomographen. Und damit können wir Bilder machen. Nun, was wir aber zusätzlich machen müssen, ist, wir müssen sicherstellen, dass im Körper des Menschen diese radioaktiven Substanzen auch an dem Ort sich sammeln, wo wir das gerne möchten. Das heißt, wir wollen zielgerichtet Bilddiagnostik machen. Und wir behelfen uns hier eines Tricks, indem wir nämlich diesen Atomkern mit einem Tracer-Molekül verbinden. Ein Molekül, das ganz bestimmte Eigenschaften hat, das sich an ganz bestimmten Orten im Körper anreichert. Ich zeige Ihnen hier so als kleine Übersicht, einen Ausschnitt einiger sogenannter Tracer, die wir verwenden in der Routine. Das wahrscheinlich Arbeitspferd in der Nuklearmedizin ist dieses F18-Fluorodeoxyglucose, ein langer Name, wir sagen dem FDG, ist am Ende nichts anderes als radioaktiv markierter Zucker. Und damit lassen sich im menschlichen Körper eben Gewebe darstellen, die besonders viel Zucker aufnehmen, besonders viel Zucker verstoffwechseln. Das sind unter anderem eben Tumore, die sehr viel Energie brauchen, um zu wachsen und so können wir die darstellen. Ein anderes, wo wir gleich ein Beispiel sehen werden, dieses Dotatate oder Dotatate, das ebenfalls mit einem Isotop gekoppelt ist, das erlaubt es uns, bestimmte Tumorarten nachzuweisen. Ein etwas neuerer Tracer hier, das sogenannte PSMA, das ist das prostataspezifische Membranantigen. Das ist ein Oberflächenantigen, das wir nutzen, um Prostatakarzinome darzustellen. Diese Tracer herzustellen, das bedingt eine relativ extensive Infrastruktur. Hier am Universitätsspital Zürich haben wir diese Infrastruktur. Wir benötigen nämlich ein System, um eben diese radioaktiven Substanzen überhaupt erst kreieren zu können. Das wäre dann dieser Zyklotron hier. Der befindet sich unter Boden, unter relativ viel Beton, relativ viel Blei. Sie können sich das vorstellen wie eine Art kleiner Reaktor, wo diese radioaktiven Teilchen eben hergestellt werden. Und dann in einem zweiten Schritt müssen wir dafür besorgt sein, dass unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche, ähnlich wie bei der Herstellung von Medikamenten, diese radioaktiven Substanzen eben mit Molekülen verbunden werden, die wir dann tatsächlich auch dem Menschen verabreichen können, und zwar in einer Qualität wie bei einem Medikament, also in Reihenräumen mit relativ hohen Ansprüchen. Und ganz zum Schluss, bevor wir die Substanz dann wirklich dann einsetzen können, müssen wir auch noch messen, Qualitätskontrollen machen, um sicherzustellen, dass wir nicht zu viel oder zu wenig radioaktive Substanz dann wirklich verabreichen. Wenn wir das alles gemacht haben, diesen ganzen Weg gegangen sind, dann kriegen wir Bilder wie diese hier. Sie sehen hier drei Beispiele, gesunde Patienten mit verschiedenen Tracern. Zur Linken sehen Sie hier dieses
18F-FDG, also der radioaktive Zucker. Und Sie sehen auch, wie sich das im normalen Menschen verteilt, hier dreidimensional dargestellt, nach einer PET-Untersuchung. Sie sehen, im Hirn haben wir sehr viel, schwarz ist hier Anreicherung dieser radioaktiven Substanz, weil eben das Hirn natürlich sehr viel Zucker verstoffwechselt. Sie sehen auch hier im Herzmuskel relativ viel Anreicherung von Zucker. Und was Sie auch sehr schön sehen, sind hier die Nieren und die nierenableitenden Wege. Das ist einfach die Ausscheidung dieses radioaktiven Zuckers aus dem Körper. Ganz anders sieht es aus bei diesem Tracer hier, das PSMA, dieses prostataspezifische Membranantigen, das wir nutzen, um Prostatakarzinome nachzuweisen. Das reichert sich ganz natürlicherweise, physiologischerweise eben auch beispielsweise hier in diesen Speicheldrüsen an oder in den Tränendrüsen, im Hirn allerdings nicht, im Gegensatz zu diesem Zucker hier. Ganz normal auch Anreicherung in der Leber und in der Milz. Und abschließend hier noch dieses Dotatate, ein Somatostatin-Rezeptor, der sich beispielsweise in der Hypophyse hier anreichert, aber eben auch in der Leber und der Milz. Also wir können sehr, sehr unterschiedliche Gewebe darstellen, und zwar können wir den Metabolismus darstellen in diesen Geweben. Und das gibt uns einen Vorteil, wenn wir wieder zurückdenken an unser Wimmelbild, dann sehen Sie, dass wir mit dieser PET-Technik relativ schnell diese Hunde identifizieren können. Das ist wunderbar, wir sehen, im Wimmelbild gibt es 4 Hunde. Der Nachteil, den wir noch haben, wenn wir nur PET durchführen, ist, dass alles im Hintergrund nicht so klar abgrenzbar ist. Wir wissen zwar, es gibt 4 Hunde, aber wenn Sie dem Chirurgen oder dem Radio-Onkologen sagen müssen, wo genau die sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Und hier kommt nun das zum Tragen, was tatsächlich zu einer Revolution in der Nuklearmedizin geführt hat, nämlich der Hybridbildgebung, der Integration von zwei bildgebenden Modalitäten. Einerseits der PET in einem Scanner und im gleichen Scanner zusätzlich eine Computertomographie, um eben eine Kombination zu erreichen von funktioneller Bildgebung, also Metabolismus in den meisten Fällen, und anatomischer Bildgebung mittels Computertomographie. Das erste Gerät weltweit wurde hier am Universitätsspital Zürich installiert, das war im März 2001. Wir hatten dann die Möglichkeit, von diesem unscharfen Wimmelbild hier eben diese Revolution, wenn man so will, zu erreichen, wo man jetzt nicht nur sieht, wo genau diese Hunde sich befinden, sondern wie viele es sind. Und wir können, Professor Stippich hat das angetönt, ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es ist ein ganz weiterer wichtiger Aspekt, mit der PET eben auch messen. Wir können messen, wie viel Zucker sich an einem bestimmten Ort angesammelt hat im Körper. Das ist ebenfalls ganz wichtig. Hier sehen Sie ein solches klinisches Beispiel, hier bei dieser Patientin, oder ein Patient, genauer gesagt, eine Untersuchung mit diesem 18F-FDG, also radioaktiv markierter Zucker. Sie sehen Anreicherung wie vorhin schon im Hirn, ganz normal, auch im Herzen. Dann hier wieder die Nieren und die Blase, wo das ausgeschieden wird. Und dann sehen Sie hier aber in der linken Seite der Brust oder des Oberkörpers sehen Sie hier eine Auffälligkeit. Das gehört da nicht hin. Und wenn wir bei dieser Patientin eben nicht nur die PET, sondern eine PET-CT durchführen, dann kriegen wir Bilder. Auch der CT-Untersuchung, Sie sehen hier auf der linken Seite, bei diesem Patienten sehen Sie diese Auffälligkeit. Und wenn wir das nun kombinieren mit der Hybridbildgebung in diesem einen Scanner, dann können wir sehr schön sehen, dass da nicht nur eine morphologische Auffälligkeit ist, sondern dass da eben auch metabolisch recht viel im Gang ist. Also diese Struktur hier, die ist metabolisch sehr aktiv, was dann natürlich den Verdacht auf ein Malignom, also eine bösartige Erkrankung hier verstärkt. Ich habe es gesagt, wir haben das 2001 installiert in Zürich. Wir hatten dann natürlich auch die Möglichkeit, relativ früh oder als Erste damit Forschung zu betreiben. Entsprechend auch 2003 dann diese Publikation hier in einem sehr renommierten Journal, in dem renommiertesten Journal der Medizin überhaupt, wo wir gezeigt haben, was das wirklich bringt, diese PET-CT, diese Hybrid-Scanner, wenn es zum Beispiel darum geht, eben Lungenkarzinome oder Lungenkrebs darzustellen. Und wir konnten sehr schön zeigen damals, dass, wenn man nur die CT alleine nutzt, dass die diagnostische Genauigkeit, um eben eine korrekte Klassifikation des Tumorstadiums hier durchzuführen, dass die bei 58% liegt, mit der PET alleine noch ein bisschen tiefer, also nicht sehr überragend, aber dann, wenn man eine PET-CT nutzt, das integrierte Gerät, diese Genauigkeit hier auf beinahe 90% ansteigt. Und Sie müssen im Hinterkopf behalten, das ist jetzt 15, 16 Jahre her, die Scanner haben sich in der Zwischenzeit natürlich deutlich weiterentwickelt. Noch nur als Beispiel, damit Sie den Nutzen hier besser noch erkennen können, hier eine CT-Untersuchung der Lunge oder des Oberkörpers, und in der Lunge hier sehen Sie eine Auffälligkeit hier, das ist morphologisch bereits erkennbar, korrelierend dazu auch in der PET vermehrte Aktivität, und das deckt sich dann, das ist etwas, was man hier morphologisch bereits erkennen kann, dass da was schiefläuft. Ein bisschen schwieriger wird es dann eben bei diesen kleinen Metastasen, wie es eben geben kann, in den Lymphknoten beispielsweise. Dann sehen Sie hier in diesem Bereich hat es mehrere Strukturen, darunter auch Lymphknoten, und rein morphologisch ist es schwierig, herauszupicken, welche von denen jetzt eine ist, die möglicherweise eben einer Metastase entspricht. Aber wenn man die Kombination dann macht mit der PET, dann sieht man sehr genau,
dass einerseits das einer dieser Lymphknoten eben metabolisch sehr aktiv ist und wahrscheinlich einer Metastase entspricht und wo genau das sie liegt. Heutzutage haben wir, und das war auch eine Weltneuheit, vor wenigen Jahren allerdings, weil es technisch doch relativ anspruchsvoll ist, die Möglichkeit, nicht nur PET-CT anzubieten, sondern auch PET-MR, also eine Integration von einem PET-Scanner und einem MRI-Scanner in einem Gerät. Das ist technisch deshalb anspruchsvoll, weil, wie Sie wissen, die MR-Scanner natürlich ein Magnetfeld voraussetzen und das macht die ganze, ich sage mal, Ingenieursleistung natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Wir nutzen das heutzutage unter anderem bei der Prostatakrebsdiagnostik. Hier kommt dann natürlich wiederum ein anderer Tracer zum Einsatz, beispielsweise eben dieses PSMA, dieses prostataspezifische Membranantigen, das wir koppeln an ein Isotop. Und wir können dann einerseits mit der PET hier diese Bildgebung machen. Sie erinnern sich ganz normal hier bei diesem Patienten die Anreicherung in den Speicheldrüsen und in den Tränendrüsen und dann auch in der Milz und Leber. Aber was Sie auch sehen im Bereich der Prostata, hier vermehrte Anreicherungen. Wenn wir das korrelieren mit den MRI-Bildern, ich zeige es hier noch detaillierter. Sie sehen hier diese Anreicherung. Wenn wir es kombinieren eben mit den MRI-Bildern, dann sehen wir hier im Bereich der Prostata im vorderen Anteil diese vermehrte Aktivität, die eben verdächtig ist dann auf einen Prostatakrebs. Was wir auch machen können, und da spielt diese Quantifizierung wieder eine Rolle, die ich vorhin kurz erwähnt habe, wir können die PET eben auch nutzen, um das Therapieansprechen, zum Beispiel bei Krebserkrankungen zu überprüfen. Wir haben hier ein Beispiel, bei dieser Patientin wurde ein sogenanntes Lymphom diagnostiziert, also eine bösartige Erkrankung der Lymphdrüsen. Hier im Bereich des Oberkörpers sehen Sie diese Anreicherung hier bei dieser Untersuchung mit radioaktiv markiertem Zucker. Sie sehen ein großes Konglomerat hier an Tumorzellen. Das war die initiale Diagnostik und Sie sehen auch, wie dann mittels PET wir nachweisen können, dass eben unter Chemotherapie hier 4 Zyklen der größte Teil dieser Konglomerate, dieser bösartigen Zellen eben metabolisch nicht mehr aktiv sind, mit Ausnahme eines kleinen Anteils hier unten. Im Verlauf bei dieser Patientin hat es dann wieder etwas zugenommen. Das Herz können Sie ignorieren, das ist physiologisch, aber das hier ist pathologisch, das ist ein Rezidiv, das hat man dann zusätzlich noch bestrahlt und am Ende sah es dann zumindest vorübergehend so aus. Das heißt, wir können die PET auch sehr gut nutzen, um sogenanntes Therapie-Monitoring durchzuführen. Hier ein zweites Beispiel, vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel, ebenfalls ein Patient mit einem Lymphom mit sehr ausgedehnten Metastasen im ganzen Körper, auch im Kopf, Hals, Bauchbereich und hier unter Chemotherapie dann praktisch vollständige Regredienz. Die Evolution der Nuklearmedizin in über einem Zeitraum von etwa 10 Jahren, ich habe es gesagt, 2001 die erste Installation eines solchen Hybridgerätes, sehr eindrücklich, denke ich, mit der Hybridbildgebung von diesen doch eher schemenhaften Bildern teilweise hin zur hochpräzisen Diagnostik, wo wir auch nicht nur Tumorzellen und Krebszellen diagnostizieren können, sondern auch anderweitige Krankheitsbilder hier, Entzündungszustände beispielsweise hier im Fußskelett und das mit sehr genauer örtlicher Genauigkeit, also sehr hoher örtlicher Genauigkeit eben uns festlegen können. Der nächste Schritt der Evolution in der Nuklearmedizin ist dann die sogenannte Theragnostik. Theragnostik beschreibt im Wesentlichen die Kombination von Bildgebung und Therapie. Und um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, was das bedeutet, hier das Paradigma sozusagen in der Schilddrüse, in der Nuklearmedizin, nämlich die Schilddrüsendiagnostik. Schilddrüse, die wissen Sie, die Schilddrüse, die nimmt das Jod auf, das wir dem Körper zuführen. Und wir können das ausnutzen, indem wir nämlich dem Patienten radioaktives Jod applizieren. Das ist zum Beispiel das Jod-123. Dieses Jod-123, das zerfällt als radioaktives Isotop, das sendet solche Gamma-Quanten aus, die wir eben nutzen können, um Bilder zu machen, wie bei allen vorhergehenden Beispielen, die ich Ihnen gezeigt habe. Und wenn wir so ein Bild machen bei diesem Patienten hier, dann sehen wir eigentlich gar keine Schilddrüse, sondern wir sehen da, wo die Schilddrüse sein müsste, sehen wir einen hellen Fleck. Das ist deshalb, weil dieser Patient hat ein Schilddrüsenadenom, das ist ein gutartiger Tumor, der nicht bösartig wächst, aber der nimmt einfach unkontrolliert Jod auf und produziert Schilddrüsenhormone. Deshalb ist der Rest der Schilddrüse komplett in einem Schlafzustand, wenn man so will, weil dieser gutartige Tumor, der produziert einfach Schilddrüsenhormone. Wie wild. Jetzt wissen wir das also, das haben die Diagnose stellen können, dieser Patient hat ein Schilddrüsenadenom. Und dann können wir Folgendes machen, wir können nun wiederum Jod verabreichen, aber diesmal ein anderes Isotop, das Jod-131. Das Jod-131 unterscheidet sich vom Jod-123 nur insofern, als dass es anders zerfällt. Es zerfällt unter Aussendung von Elektronen und entsprechend bestrahlt es das umgebende Gewebe.
Da wir nun wissen, dass die gesunde Schilddrüse gar kein Jod mehr aufnimmt, oder nur minimal zumindest, können wir relativ gefahrlos dieses Jod 131 dem Patienten applizieren. Wir wissen, es sammelt sich hier im Bereich dieses Schilddrüsentumors und bestrahlt diesen von innen und zerstört ihn. Und das hat auch funktioniert bei dieser Patientin oder bei diesem Patienten. Ich kann es Ihnen anhand der Bilder nicht sagen. Hier sieht man dann abschließend, wie eine normale Schilddrüse eben aussehen würde, wenn man sie nuklearmedizinisch untersucht. Wir können dieses Prinzip der Kombination von einem grundsätzlich initial als bildgebenden Tracer gedachten Molekül, bei dem wir dann eben ein therapeutisches Isotop anhängen, auch auf andere Substanzen anwenden. Hier sehen Sie beispielsweise diesen Tracer Gallium 68 mit Dotatate verbunden. Der reichert sich bei diesem Patienten hier beispielsweise in einem Meningiom an. Wenn wir nun beim Dotatate ist es Gallium 68, das wir nutzen, um Bilder zu machen, mit einem Isotop austauschen, das eben eine Bestrahlung verursacht, das ist Lutetium 177 hier, dann wissen wir, dass genau dieser Bereich lokal bestrahlt wird im Patienten. Und Sie sehen auch im Verlauf, dann hat diese Bestrahlung dazu geführt, dass der Tumor nicht mehr nachweisbar ist oder kaum mehr nachweisbar ist. Was wir auch machen können, ist, dass wir radioaktive Substanzen eben nicht an einen Tracer koppeln, sondern ihn direkt vor Ort bringen, wo er seine Tätigkeit vollbringen soll, wo eine Bestrahlung stattfinden soll. Zum Beispiel in der sogenannten SIRT, das ist die selektive interne Radiotherapie, da machen wir Folgendes. Wir nutzen ein Isotop, das Yttrium-90, das sehr stark strahlt, aber nur in einem sehr begrenzten Bereich innerhalb des Körpers. Und wir koppeln dieses Yttrium-90 an Mikrosphären. Das sind eigentlich nur Partikel, die eine bestimmte Größe haben, aber so groß sind, dass sie in den kleinsten Kapillaren, in den kleinsten Arterien des Körpers stecken bleiben. Und wenn wir nun beispielsweise Lebermetastasen vorfinden, wie es hier schematisch dargestellt ist, und wir dann mit einem kleinen Katheter in diese Metastasen versorgenden Gefäße vordringen, Sie sehen das hier schematisch dargestellt, Sie sehen dann die Tumoren hier, die sind sehr stark mit Gefäßen durchwachsen, weil sie ja eben wachsen wollen, die brauchen Nährstoffe. Und wenn wir dann vor Ort solche Mikrosphären mit Yttrium gekoppelt reinspritzen, dann werden die entlang diesen Gefäßen in die Metastasen wandern, dort bleiben sie stecken, weil sie eine bestimmte Größe haben und bestrahlen dann diesen Tumor, wie das hier schematisch dargestellt ist. Und so können wir sehr selektiv intern die Patienten bestrahlen. Jetzt möchte ich die letzten 15 Minuten noch nutzen, um Ihnen zu zeigen, wie auch bei Herzerkrankungen die Nuklearmedizin eine Rolle spielen kann. Da gibt es verschiedenste Krankheitsbilder natürlich in der Kardiologie. Ich möchte mich auf eines beschränken, nämlich auf dasjenige, das auch das Wichtigste ist meines Erachtens, weil es die höchste Mortalität verursacht, also die höchste Sterblichkeit verursacht. Das ist die koronare Herzerkrankung, die Diagnostik der koronaren Herzerkrankung. Hier geht es darum, dass die Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, der Herzmuskel als Muskel braucht Sauerstoff, der muss pumpen, der muss arbeiten und der hat ein eigenes Gefäßsystem. Das sind die Herzkranzarterien, die den Herzmuskel selber mit Blut versorgen. Diese Herzkranzarterien, die können sich wie alle Arterien im Körper verändern über die Zeit, indem es Ablagerungen gibt. Über viele Zeit meint hier viele Monate und Jahre oder Jahrzehnte gar, kann es zu Veränderungen und Ablagerungen kommen, die nach und nach dazu führen können, dass ein Gefäß mehr eingeengt wird. Und irgendwann wird es dann so stark eingeengt sein, dass der Blutfluss nicht mehr ausreicht, um genügend Sauerstoff zum Muskel zu bringen. Und das sorgt dann dafür, dass Beschwerden auftreten, wie zum Beispiel die Angina pectoris, wie bei diesem Patienten hier. Der hat eine solche koronare Herzerkrankung. Und wenn er eben nun nach einem ausgedehnten Mal hier die Treppen hochsteigt, dann muss das Herz mehr arbeiten, braucht mehr Sauerstoff, kann das aber nicht kriegen, weil eine Engstelle vorliegt und dann kriegt er Schmerzen. Nun, wie hat man das früher diagnostiziert? Sie kennen das vielleicht alle, diese Herzkatheteruntersuchung. Früher hat man das bei jedem Patienten gemacht, der Brustschmerzen hatte. Heißt aber auch, dass beim Patienten invasiv man das machen musste. Man musste über die Leiste hier mit einem Katheter hoch, ähnlich wie es Herr Professor Strippich vorhin erklärt hat, beim Hirn hat man das beim Herz auch gemacht. Geht hier mit diesem Katheter, Sie sehen ihn hier im Film, geht man zum Herzen hin, appliziert dann ein bisschen Kontrastmittel und unter Durchleuchtung sieht man dann diese Herzkranzarterien. Sieht ihr auch, dass diese Herzkranzarterie hier eine Stenose aufweist. Das ist keine sonderlich gefährliche Untersuchung, aber es ist doch eine invasive Untersuchung, die relativ teuer ist, muss man sagen, und eine gewisse Morbidität und Mortalität bringt sie auch mit sich. Deshalb denke ich, sollte man diese Technologie heute eigentlich nur noch einsetzen, wenn man eben auch Therapie machen will, nicht zur Diagnostik, zur Therapie. Und hier auch ähnlich wie bei der Hirntherapie kann man Stents einlegen, diese Engstellen wieder aufdilatieren.
Aber zur Diagnostik sollte man das eigentlich nicht durchführen, weil da haben wir elegantere Modalitäten, elegantere Methoden heutzutage, nämlich beispielsweise mit modernster CT-Technologie. Dann kann man nämlich von außen schauen. Wir können heute problemlos uns den Oberkörper eines Menschen anschauen und dann das Herz isolieren. Und dann sehen wir nicht nur das Herz als Ganzes, sondern wir können sehr schön dann auch die Herzkranzgefäße, hier sehen Sie eine solche, hier ist eine zweite, und dann auf der Gegenseite eine dritte Herzkranzarterie, können wir problemlos so darstellen, ohne dass man irgendwo in eine Arterie stechen muss und mit Kathetern hier den Arterien entlangfahren oder schaben muss. Wenn man sich das für diagnostische Zwecke ein bisschen weiter aufbreitet, dann hat man vielleicht eine Untersuchung wie diese hier bei einer Patientin mit ebenfalls Brustschmerzen, wo nicht klar war, hat diese Patientin nun eine koronare Herzerkrankung oder rühren die Schmerzen von anderer Stelle her. Dann sieht man hier im dreidimensionalen Bild zuerst mal diese Anordnung der Herzkranzgefäße und die kann man dann separat, kann man die heraus, virtuell sozusagen herauspräparieren, die aus allen Winkeln sich anschauen, diese Gefäße. Und dann sieht man sehr schnell diese Patientin hier, die hat völlig normale Herzkranzgefäße. Das heißt, in der kürzesten Zeit und ohne invasive Untersuchungsmethode und mit relativ günstigen Kosten konnte man hier eine koronare Herzerkrankung ausschließen. Eine Stunde später kann die Patientin wieder nach Hause gehen. Ein bisschen anders sieht es bei diesem Patienten aus. Sie sehen hier bereits in der Übersicht, sehen Sie die Herzkranzgefäße. Sie sehen auch, dass hier solche weiße Ablagerungen überall zu finden sind. Und wenn wir uns dann die einzelnen Koronargefäße, die Herzkranzarterien hier anschauen, dann sehen wir, dass hier sehr, sehr ausgedehnte Herzkranzarterienverkalkungen vorfinden. Und Sie sehen nicht nur, dass diese sehr ausgeprägt sind, Sie können sich auch vorstellen, dass in einzelnen Arealen hier diese Verkalkungen eben sehr wohl zu einer Einschränkung des Blutflusses eben führen können. Das Problem, das wir nun haben, ist, wenn wir sowas finden, dann wissen wir, der Patient hat nicht mehr normale oder gesunde Herzkranzgefäße, er hat Verkalkungen. Was wir nicht sagen können, ist, ob diese Verkalkungen, diese Engstellen, die allenfalls vorhanden sind, ob die eben zu einer Durchblutungsstörung führen oder nicht. Das hängt von vielen Faktoren ab, ob eine Engstelle zu einer Durchblutungsstörung führt. Ich mache Ihnen folgendes Beispiel. Autobahn, Sie sperren eine Spur. Wenn Sie auf der A1 von Bern Richtung Zürich und morgens um 13:30 eine Spur sperren, dann wird wahrscheinlich nicht viel passieren, nicht viel Verkehr. Wenn Sie dasselbe machen am Montagmorgen um 7 an selber Stelle, dann können Sie sich vorstellen, was dann passiert. Und ähnlich verhält es sich, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt natürlich, im Herzen auch. Es kommt auf sehr viele Faktoren darauf an, ob eine Engstelle eben tatsächlich eine Durchblutungsstörung und damit auch Beschwerden verursacht und ob sie dann eben therapiert werden muss oder nicht. Und hier kommt nun wiederum die Nuklearmedizin zum Tragen. Mit der Nuklearmedizin sind wir nämlich in der Lage, auch die Durchblutung des Herzmuskels darzustellen. Einfach indem wir radioaktive Substanzen nehmen, die sich vornehmlich im Herzen anreichern und sie werden sich dann im Herzen anreichern, entsprechend der Blutversorgung im Herzen, weil sie ja übers Blut dahin gelangen. Und wenn wir uns einen solchen Bilddatensatz hier anschauen, einen solchen Positronenemissionstomographie des Herzens, dann müssen Sie sich darauf achten, welche Stellen im Herz sind gelb, weil gelb ist gut, gelb heißt viel radioaktive Substanz hat sich angereichert, das heißt viel Durchblutung und da gibt es andere Stellen, die sind violett oder blau oder schwarz, das ist nicht so gut. Sie sehen auch, wir haben hier immer eine Ruheuntersuchung und eine Untersuchung unter Belastung, weil in Ruhe, wenn Sie so hier sitzen und ich hier stehe, dann schlägt unser Herz nicht sonderlich schnell, braucht nicht sehr viel Sauerstoff. Entsprechend kann es sehr gut sein, dass eine Engstelle hier noch nicht relevant in Erscheinung tritt. Aber sobald Sie aufstehen und dann drei Stockwerke hochgehen und das Herz braucht mehr Sauerstoff, mehr Blut, dann kann es sein, dass diese Engstelle eben relevant wird und zu einer Durchblutungsstörung führt. Und deshalb machen wir immer eine Ruheuntersuchung und eine unter Belastung, beispielsweise mittels eines Fahrradtests. Und hier sehen Sie bei diesem Patienten sehr schön, dass unter Ruhe hier, ich hoffe, Sie können es erkennen, es ist nicht zu klein, in Ruhe hier sieht noch alles gut aus, alles ist gelb und unter Belastung dann hier ein Areal, das nicht mehr so gut durchblutet ist. Vielleicht übersichtshalber kann ich es auch noch so darstellen, das Herz in einer Scheibe projiziert, wenn man so will, das gesamte Herz hier oder der gesamte Herzmuskel, dann haben Sie dasselbe wieder auch in Ruhe und unter Belastung. Und Sie sehen, unter Belastung haben wir hier ein Areal, das nicht mehr gelb erscheint, sondern blau und violett, wenig Durchblutung, das ist schlecht. Und jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen zu dem, was ich initial gesagt habe, als ich Hybridbildgebung angesprochen habe, die eine große Rolle spielt in der Nuklearmedizin. Das ist nämlich in der Herzbildgebung mit nuklearmedizinischen Methoden ähnlich, weil hier können wir ebenfalls eine Kombination vollführen dann von Anatomie, also sprich CT-Daten, die uns einen Hinweis darauf geben, wie die Herzkranzgefäße aussehen und wo sie lokalisiert sind. Und wir können das aber eben auch kombinieren mit den Bilddaten aus der PET. Und dann haben wir zweierlei gewonnen. Wir haben einerseits eine saubere Diagnose, weil wir wissen, oder
Wir wissen mehrere Dinge, drei Dinge insgesamt. Wir wissen, dass der Patient nicht mehr normale Herzkranzgefäße hat. Wir wissen, er hat irgendwo eine Engstelle. Wir wissen auch, dass diese Engstelle eine Durchblutungsstörung verursacht. Und letztlich, und das ist für die Therapie essentiell, wir können sehr, sehr genau sagen, welches dieser Gefäße eine Durchblutungsstörung verursacht. Das hier unten, dieses blaue Areal versorgt, das ist die Herzkranzarterie, die offenbar eine Therapie nötig hat. Wohingegen die anderen Herzkranzarterien hier in diesem Bereich, die haben zwar auch sehr viele Verkalkungen, möglicherweise Engstellen, aber Sie sehen, hier ist alles gelb. Hier wird keine Ischämie, keine Durchblutungsstörung verursacht, also muss man da auch keine Stents oder Ähnliches einpflanzen oder gar eine Bypass-Operation andenken. Und mit diesem Eindruck möchte ich ein paar Minuten vor Schluss schließen und danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.